So, dann noch einmal willkommen zurück zu einer weiteren Folge, weiteren Mini-Episode von The Stanley Parable. Wir werden ein bisschen Spaß mit diesem Objekt hier haben, mit der Konsole. Kann man nämlich einigen Schabernack mittreiben. Wir gehen das jetzt einfach mal nacheinander durch, was es so alles gibt. Und zwar, sobald man die Konsole aktiviert hat, ich habe sie mir auf eine bestimmte, ja, Taste gemappt, das heißt, sie kommt da auch problemlos rein. Wenn ich Hideous eingebe, komme ich auf eine zufällige Seite im Team Fortress 2 Wiki. Guten Morgen. Das gibt's. Ansonsten gibt's Bark. Wenn ich Bark eingebe, passiert das. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wenn ich also klicke, wird gebellt. Ansonsten gibt es noch Raphael. Das ist ein bisschen strange, was dann passiert. Stanley. 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 Der Erzähler sagt nämlich nur noch Stanley. Stanley. Eine sehr humoristische Art und Weise. Stanley. Sehr schön. Ansonsten, aus einem bestimmten Ending gibt es noch das hier. Stanley. Ich kann fliegen. Bringt mir jetzt aber erstmal Stanley. Nichts. Ich kann das hier eingeben. Dann sieht die Welt so aus. Stanley. Grauenhaft. Stanley. Dann gibt es Secret. Secret gibt's nicht. Kann ich das nicht eingeben? Secret? Wow. Scheinbar nicht. Es gibt einige Maps, wo ich mich hin teleportieren kann. Zum Beispiel. Die. Stanley! Stanley! Minecraft-Welt. Oder das hier. Das kennen wir aus dem Freedom Ending. Stanley! Stanley! Aber das wollen wir auch nicht. Weiter geht's zur Adventure Line. Yeah! Map 1, restartet das Game. Stanley! Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wenn ich das jetzt hier richtig mache. So, mit R kann ich jetzt Türen entfernen. Scheinbar nicht ganz. Und damit Offices und Sachen sehen, die ich vorher nicht sehen konnte. Hier war das schwarze Loch. Hier komme ich wieder zurück in mein, ja, in mein Office quasi. Und das gibt uns jetzt mal die Gelegenheit, die ganzen Sachen zu erkunden, die wir vorher nicht erkunden konnten. Hier ist leer. Hier ist auch nichts. Aber hier. Ach, so läuft der Hase. Krass. Es geht hier ab. Sieht abgefahren aus hier. Runterfallen kann ich hier auch nicht. Die Tür kann ich noch nicht mehr entfernen. Krass. Das sieht extrem abgefahren aus. Finde ich eigentlich mal ganz spaßig, dieses Office mal zu erkunden. So. Wow.
Das sind alles Szenen, die... Boah, krass. Alle Szenen, die mir mehr oder minder aus diesem Adventure-Line-Ending bekannt vorkommen. Aber ist schon krass. Wahrscheinlich war das von den Programmierern aber so gewollt, dass das so aussieht, damit man weiß, wann man gerade gegen die Spielmechanik widerspricht, quasi. Jetzt haben wir aber total vergessen, wo ich lang musste. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Genau. Hier komme ich dann rein. Mit Hundebellen. April, Mai, Juni, März. No. Böse. Okay. Hier durfte man wahrscheinlich auch nie rein. Sollte man nicht sehen können. Ah, jetzt hat sich hier auch eine Mauer etabliert. Ich gehe mal links lang. Stanley. Hier kann ich jetzt auch rein. Anwählen kann ich hier nix. Es ist irgendwie begeisternd, wie wenige Türen hier tatsächlich mit Inhalt gefüllt sind. Das ist schon eine spannende Aktivität. Ah, hier komme ich jetzt wieder rein. Und gehen wir mal hier lang. Dann mal sehen, ne? Aha. Lektimativ. Was auch immer das sein soll. Den Raum kennen wir schon. Inzwischen hält sich der Narrator aber vollständig bedeckt. Aha. Ja, krass. Diesen Raum kennen wir tatsächlich noch nicht. Oder? Business Strategy. Strategy. Im Aufzug waren wir auch noch nicht. Was man ja alles finden kann, wenn man The Stanley Parable aber mal so richtig zerlegt. Oh Gott, wie war das jetzt nochmal? 2845? Ja. Wuff. Was ich hier übrigens auch machen kann. Ist das hier. Das ist sehr gut. So ein Überbleibsel aus, glaube ich, der Source Engine. Kann also hier mit Raketen durch die Gegend schießen, wo Error draufsteht, spiegelverkehrt. Großartig, ich kann auch davon sterben, das probiere ich jetzt allerdings nicht. Stattdessen, ja, mal gucken. Da gab es nicht so viele Türen, glaube ich. Ich starte das jetzt einfach mal neu und guck doch mal, was in der rechten Landschaft sich so alles verbirgt. Also hier können wir auch rein, aber waren wir auch schon. Stanley. Stanley. Gehen wir mal zu meinem heißgeliebten Stanley. Pausenraum. Stanley. Ist noch was? Ja, hier komme ich auch durch. Ein unordentliches Büro. Mhm. Krass. Auf der Seite sehe ich's. An der anderen Seite sehe ich es nicht. Atemberaubend, diesen Computer kann ich auch nicht ausmachen. Ansonsten, dieser Raum hier. Auch hier geht es dann auf die andere Seite. Und auch hier bekommen wir unseren Space Alien Effekt. Den habe ich jetzt einfach mal so getauft. Krasser Shit.
Schönes Spotlight. Und hier Stanley. Ist er. Stanley. Stanley! Oh Gott, dieses Spiel ist so Panne. Ja, hier, da könnten wir wieder lang gehen, wollen wir aber nicht. Stanley! Genau, ansonsten gibt es hier noch die Möglichkeit. War ich hier einfach mal lang? Stanley! Stanley! App. Stanley! Diese Tür da hinten aufzumachen, mal gucken, ob sich dahinter was befindet. Nein, nur eine Stanley. Mauer. Super. Stanley! So, ah ja, dahinter ist wieder ein gleißend helles Licht. Wow, wow, das sieht völlig abgefreakt aus. Ich kann auch nicht lang. Aber vielleicht dann hier? Nee. Stanley! Dann gehe ich mal durch die rote Tür. Stanley. Stanley. Okay. Gut, das sollte es aber soweit gewesen sein. Glaube ich zumindest mit dieser Situation oder mit diesen Extras, die man dadurch anlocken kann, dass man hier so lustig durch die Gegend watschelt und bestimmte Cheats in die Konsole reinprügelt. Davon unabhängig war es das meiner Meinung nach soweit von The Stanley Parable. Ja, okay, interessant. Kann man sich hier Credits angucken lassen, da sind die Credits. Die lassen wir mal nebenbei laufen. Erstmal generell zu The Stanley Parable. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu Let's Playen. Ich fand das Spielprinzip sehr erfrischend. Der Narrator sehr gelungen, das Writing sehr gelungen, die Narration sehr gelungen. Ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, das Spiel mal durchzuspielen. Gut, wenn ihr die Let's Plays jetzt gesehen habt, gibt es nicht ganz so viel Neues mehr. Aber vielleicht entdeckt ihr ja noch was. Und wenn ihr was entdeckt, schreibt mir das bitte. Schreibt mir das in die Kommentare unten oder schickt mir eine Message, wie auch immer. Wenn es noch Enden, wenn es noch Secrets gibt, wenn noch neue Sachen auftauchen, die ich euch hier präsentieren und zeigen kann, dann werde ich das natürlich machen, wenn genügend zusammenkommt. Ansonsten war es das mit The Stanley Parable. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Mein The Twilight Princess Let's Play ist ja schon angelaufen. Damit werde ich mich jetzt erstmal beschäftigen. Ansonsten bin ich immer offen. Wenn ihr so lustige Spiele wie The Stanley Parable habt, wenn es noch weitere Spiele gibt, die man Let's Playen kann, die vielleicht noch nicht 10.000 Mal Let's Played wurden, schreibt mir das auch einfach in den Kommentaren. Nehmt Kontakt zu mir auf. Ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen und freue mich aufs nächste Let's Play. Wir sehen uns. Und mit diesem rosa Herzchen verabschiede auch ich mich von The Stanley Parable. Bis bald.